Na dann. Auf hier rein. Hallo, Speicherpunkt. Und auf zum nächsten Zwischenboss. Oder auch nicht, Spaß. Zeig mal, was du drauf hast, Badass. Ich gucke mich jetzt hier erstmal um. Die hauen sich ja gegenseitig kaputt, da könnte ich theoretisch weiterrennen. Was? Ein Orster. War das schon alles? Ja, wie gesagt, die Totenköpfe, die fliegen, sind normalerweise nicht dabei. Das ist jetzt von Halloween-mäßig. Das geht an euch. Ich kann nicht mitzählen. Ich muss hier. Ja, hier war ich schon drin. Bobby! Was bist du denn? Ja, hinter! Du Troller! Ein. Ja, Halbzeit. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe ja jetzt irgendwie noch einen Kopfkill gesammelt vorhin. Also das. Hab ich wieder Platz im Inventar?
Jetzt nicht mehr. Gut, jetzt nicht lange überlegen, einfach weiter. Und dann hinüber in den nächsten Raum. Du lebst also noch. Ich hatte gehofft, dass du schon längst verrottest. Nicht aber nicht mal das kriegst du hin. Nicht mehr. Wer will hier Dornen verschießen? Schicke nie ein Tier, um das Werk eines Menschen zu verrichten. Was ist das denn für eine Überschrift? Schönes Wetter. Nicht wahr? So schön warm. Genau. Es ist sogar verdammt heiß, um ehrlich zu sein. Wie heiß ist es? Es ist so heiß, dass es, ich weiß nicht, wirklich unangenehm ist. Tja, gewöhn dich besser daran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in nächster Zeit kälter wird. Ja, wäre das nicht toll? Ein plötzlicher Wundersab... Verdammt, ist das kalt! Ja, im Ernst. Welcher Trottel hat an der Klimaanlage rumgespielt? Oh, mein Fehler. Ich dachte wegen des Feuers und so. Ist das zu glauben? Nun steh doch nicht so rum. Mach die Heizung an. Platzt du öfter irgendwo rein und kühlst fremde Leute ab, als ob dir der Laden gehören würde? Wenn wir es kalt haben wollten, hätten wir uns wohl selber abgekühlt. Oder hältst du uns für blöd? Irgendwie schon. So, ihr brennt wieder. Zufrieden? Viel besser. So viel besser. Aber schon irgendwie heiß. Stimmt. Ich gehe mal kurz hier in mein Dings rein und guck mal, wo ich hier noch Skillpunkte ausgeben könnte. Ich kann auch so viele ausgeben hier eigentlich. Hier habe ich doch gar keine drin. Aber gut, fast gar keine. Ja, komm. Ich gehe dann mal nach oben und ich lasse ich euch brennen einfach. Ist ja jetzt nicht so, dass das hier die Realität wäre, sondern eher ein Albtraum von MC Escher. Ja, oh. Lauf nicht zu weit weg, Kammerjäger. In deiner Nähe gibt es Gehirnwellendaten zu sammeln. Okay. Warte mal. Okay, das Ding schon wieder. Okay, da will ich hin. Ich schaff's. Ich will hier hin und hab alles voll. Na toll. Ja, aber Gehirnwellendaten sind mir erstmal wurscht. Ich gehe jetzt einfach hier hoch, hier wieder runter und weg. Ich lüfte eine salzige Vitamine. Ja, das klingt auch falsch.
Aber ich habe einen Speicherpunkt, das ist schon mal schön. Ich sehe totes Fleisch. Schön, dass sie doch so Spaß haben, bevor sie auf ihrem Gefährt explodieren. Alter. Das war schnell. Lade nach. Mach doch. Fort, die bösen Geister der Vergangenheit. Da würde ich irgendwie nicht drauf wetten. Ich habe euch erzeugt. Ja, und ich muss jetzt kurz mal fallen lassen. Alles was blau ist. Da ist noch was Goldenes. Ich auf der Karte sehe. Und wenn ich jetzt nichts blau mehr finde, kommen die Sniper-Gewehr. Oh, die raus.
mal an Tüssen. Die wollte ich und den da wollte ich haben. Wer noch? Ja, nicht gut. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, wo ist hier auf der Karte. Hier ist sinnlos, okay. Verstanden. Lass die Türen hier aufgehen. Na gut, da geht's wieder zurück. Und ich muss hier ganz nach oben klettern. Hier muss ich hoch. Du bist nur eine Waffe, die man wegwirft, Krieg. Zu gefährlich für echte Menschen. So hat sie nie mit uns geredet. Kein Boom! Eine endlose Klinge! Du bist ein Monster, das wir von der Leine lassen, wenn wir etwas zerstören wollen. Niemand interessiert sich dafür, ob du je zurückkehrst. Okay, das mit der Karte sieht gerade geil aus. Deswegen lasse ich die Karte mal kurz im Bild sein, während ich hier hochgehe und dann mich dazu entschließe, wieder im Bild zu sein und auch in den Sack zu gehen. Hi. Ja, aber ist aber gut für die Hintermuskeln. Jetzt sind wir hier oben. Nein, 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 nein. Ja, und da wird man auch Sachen los. Und auf in irgendwas. Ja. Du hättest sterben sollen. Nun muss ich dich wohl selbst erledigen. Hey, Lilis. Gary Fire Lady, hä? Huh? Das war die Phase, jetzt ist sie unverwundbar. Und mach irgendwas.
Oh, ich hab wieder... mein Bären. Für mich schon, aber in der guten Variante. Das war way too easy. Das war echt viel zu einfach für Lilith. Sonst gibt's Blutiges. Wow, sieh mal. Welch scharfes Ding von nun. Na los, hier rein. Sekunde, ich habe gerade was zum Anziehen gefunden. Well, Raumdekoration war das. Ich brauche Munition. Das war viel zu einfach für Lilith. Enno. Nun denn, rein in den... Tür. Tür. Muss die suchende Axt greifen! Ja, warte. Jäger, hey. Hey. Hat irgendjemand Tennis gefragt, was sie mit den Informationen in Kammerhalle anstellen will? Oh, sie würde doch nur einen arroganten Spruch ablassen, dass wir ja eh nichts verstehen. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß, es ist leicht zu denken, dass sie uns hassen. Aber du erinnerst dich, was wirklich nach dieser Mission passiert ist, oder? Geronnene Gosse! Hier, ich zeige es dir. Oh, Krieg, da bist du ja. Komm schon. Wir sind auf dem Weg zur Moxis Bar. Die nächste Runde geht auf mich. Ja! Das willst du nicht verpassen! Torg und ich wollen Arme drücken. Beim letzten Mal haben wir den Tisch zerstört. Ich setz 20 auf Brick. Hältst du dagegen, Kumpel? Ich wollte mich bedanken. Sie wissen lassen, dass Sie mir eine Heimat sind und ich Ihnen das nie zurückzahlen kann. Aber was ich gesagt habe, war... Voll für den Arsch! Ja, Mann! Ich liebe den Kerl! Typisch Krieg. Komm doch mit, Krieg. Erinnerst du dich? Sie sehen mehr als nur das Blutvergießen. Sie sehen, wer wir wirklich sind. Zerbrechliche Wesen. Gut. Wir haben, was wir brauchen. Dann mal zurück. Okay. Das werde ich hier nicht liegen lassen. Gold. Nimm ich mit. Egal, was es ist. Und hier ist nochmal Geld. Und was Grünes. Und dann geht's zurück in die Haupthalle, nehme ich an. Die Psychoscape.